Ich hoffe, und euch scheint ja auch mega zu gefallen. Also die, wie nennt man es nochmal? Resonanz? Nee, keine Ahnung. Das Feedback, sage ich jetzt einfach mal, was wir da bekommen haben, ist ja unglaublich crazy. Okay, einen vernichtet von Blau. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Bed Wars mit mir, dem Torben. Und wir spielen wieder auf der Map Cube World. Ich hoffe, das ist okay für euch. Die hat mir einfach gestern Spaß gemacht und da dachte ich mir, komm, spielen wir sie nochmal. Und wir gehen in Team Grün. Weil Team Grün ist das coolste Team, weil der Torben jetzt drin ist. Und ja, mal gucken, wie schnell sich das füllt. Einer. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Ihr sollt doch hier reinkommen, oder? Wer. Oh, jetzt ist Nordjan drin, jawohl. Pfui. Dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ich nehme gerade auf. Auch wenn das ein anderer YouTuber war, aber das ist mir jetzt relativ egal, weil ich nehme auf. Und da seid nur ihr mir wichtig. Bau weiter, Torben. Bist du behindert in die Beeren oder was? 3, 2, 1, neue Blöcke. Neue Blöcke. Blöcke! Blöcke! Wir müssen in die Mitte, du behinderter Junge. Oh, ich glaube, er hat gerade das Gefühl, dass ich habe. Nee, okay, ihm wird geholfen. Sehr gut, dann baue ich mich jetzt ganz, ganz schnell wieder in die Mitte. Der da wird vor mir da sein, aber das ist scheiße, muss ich sagen. Aber wir spielen das Ganze dann safe und bauen so, dass wir hier auf den Bau hüpfen können. Oh! Nee! Ich bin down, weil einfach alle aus Team Blau da waren. Achtung! Jetzt passt auf, bitte! Alter, ich krieg dich nicht runter! Nein! Ja, einer ist down. Bitte nicht. Bitte, jetzt geht nicht kaputt! Nein, Bett! Nein, Bett! Wo ist er? Okay, wir haben ihn down gekriegt. Holy shit! Holy shit, ey. What the fuck? Boah, Alter, ich schwitze schon. Da war der Skype-Anruf zu Ende. Ja, jetzt muss ich sagen, bin ich ein bisschen überfordert. Jetzt habe ich. Okay, er sichert das Bett zumindest. Ist gut. Ist taktisch klug in Bed Wars. Jetzt brauche ich noch einen Silber, bitte. Komm, gib mir doch jetzt. Mach doch. Komm, jetzt mach keine Faxen, gib mir einfach das Silber hier und dann, danke. Ich hoffe, jetzt wird der Team Blau gerade zerstört von einem Grünen. Von uns. Von uns. Ja! Grüner, du bist mein Held. Und ich hab mir vorgenommen, nicht so rumzuschreien. Aber ich habe es gerade wieder vergessen. Aber versprochen, jetzt mache ich es nicht mehr, okay? Ich bewahre einfach meine Ruhe. Und wir spielen zusammen ein wenig Bed Wars. Was ja ziemlich cool ist. Weil Bed Wars ja, wie ihr wisst, einer meiner Minecraft-Lieblings-PvP-Spielmodus. Danke, 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 danke. Weil Bed Wars ja einer meiner Lieblings- Minecraft-PvP-Spielmodis ist. Und ja. Ich hoffe, und euch scheint ja auch mega zu gefallen. Also die, wie nennt man es nochmal? Resonanz? Nee, keine Ahnung. Das Feedback, sage ich jetzt einfach mal, was wir da bekommen haben, ist ja unglaublich crazy. Okay, einen vernichtet von Blau. Das ist immer Gott, das tut gut in die Blut. So, jetzt wird erstmal der Weg vernichtet in die Mitte. So, kümmert euch nicht drum. Er baut direkt nach. Ja, soll er machen. Okay, das Bett von Team Gelb. Solange unser da ist, ist alles cool im Bur. Im Bur? Warum im Bur? Ich bin so ein kluger Junge. Komm, mach die platt! Ja! Okay, er hat nur noch einen Hit gebraucht. Ich hatte auch nur noch anderthalb Herzen, aber das war mir dann relativ egal.
weil er ja mit einem Schlag tot wäre. Das wusste ich ja nicht zu dem Zeitpunkt, aber weil ich hätte es, ich wäre jetzt auch, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich wäre jetzt auch das Risiko eingegangen, ihn einfach hätte runterzuschlagen getan. Fuck, Rot kommt. Ah, ich bin down. Mann, wir hatten 3 Gold, Leute, aber dann kam dieses scheiß Team von Rot und ich hatte nur noch 1,5 Herzen oder so. Auch sowas macht mich immer traurig. Das heißt, wir müssen Rot ein bisschen zurechtweisen, weil so geht das ja nicht, dass sie denken können, sie können machen, was sie wollen. Quasi. Hm. So, das heißt, wir holen uns jetzt das Dreierschwert. Dafür aber nur die 1er Chestplate. Und den Bullshit. Haben wir dann hier eine Schmuckspitzhacke. Blöckchens. Und Food brauchen wir auch noch. Sehr schön, unser Grüner räumt da in der Mitte auf. Ich habe diesmal anscheinend das coole Team erwischt. So, wir packen alles schön nebeneinander hier, damit wir schön schnell durchswitchen können. Obwohl das Essen am Ende eigentlich klüger gewesen wäre, könnten wir einfach zick zick über die Spitzhacke. Aber das macht ja keinen Unterschied, ob die an zweiter oder an letzter Stelle ist. Es dauert alles genau gleich lange, wenn ihr wischt. Wenn ihr wischt, wie rechnen geht, weißt. So, ich hoffe, Gelb macht nichts. Ne, wer wohnt denn da hinten? Oh ja, warum habe ich nie ein viertes Gold? Mir fehlt immer ein Gold. Wo ist denn das? Das verschwindet einfach, Leute. It disappeared in the wall. Okay, egal, ist eine coole Runde bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt auch so. Genau, wir müssen ab und zu mal Ausschau halten, dass hier keiner zu uns rennt, aber dann sollte das laufen. Okay, die kommen wieder, aber ich sammle das Gold ein. Siehst du, ein Gold ist immer kaputt, irgendwie. Von die Firma. So, jetzt hole ich mir einen Bogen und dann gebe ich die Mitte nicht mehr her. Ihr kennt mich ja, sobald ich einen Bogen habe, gebe ich die Mitte nicht mehr her. Oh, das Bett von Team Rot wurde abgebaut. Alter, wir haben das OP-Team des Todes. Wir haben das einfach das OP-Team des Todes. Wir haben so gut am Anfang diese Angriffe von Blau, ab. Wir sind so gut mit den Angriffen klargekommen. Und jetzt zerstören wir einfach alle. Ist stark, Torben. Ist echt stark. Den kriegst du. Und was? Das kann der mir nicht antun. Dafür habe ich nicht drauf hingearbeitet, ein Leben lang. Sehr schön, darauf habe ich hingearbeitet. GG. So, da sind TNT-Schafe, deswegen halt... Es ist einfach gestorben, ist es. So, da oben sind jetzt die von Team Rot. Die wollen jetzt richtig cool machen. Auf einen sich so. Weißt du, wie ich das meine? Er denkt sich so, wo kommen die Schüsse? Bin ich behindert in die Kopf? Nee, bist nicht. Du bist dort in die Kopf, weißt? Was macht er? Will er sich... Ich verstehe Team Rot gerade nicht so richtig. Was sie sich bei der Aktion gerade denken. Weil wenn die wirklich einer meiner Pfeile gut trifft, sind die ja down. Und ihr kennt mich ja, ich kann gut Bogen schießen, wenn ich denn will. Der Arme, er opfert sich gerade, ich helfe ihm mal. Und versuche hier einfach einen down zu kriegen. Oh! GG. So, boah, ein halbes Herz habe ich noch. Richtig schlecht gekämpft von mir, aber wir haben sie kaputt gemacht. So, jetzt sind halt nur noch 2 von Rot da und das sollte gar kein Problem mehr darstellen. Die werde ich jetzt mithelfen zu vernichten und hoffentlich auch vernichten. So, der sollte jetzt gar kein Problem sein. Was? Okay, einer down. Also ein Teil von unserer Mission schon erfüllt. Ist nun, ey, nein! Jetzt killt der mit dem weg, oder was? Das kann er, okay. Oh, mit dem Bogen gekillt. Ich würde sagen, es war eine coole Runde. Eine KD von 5 mal gekillt, nur mal gestorben.
Und kein Bett zerstört davon. Ist jetzt nicht die beste Statistik, die ich in meinem Leben je hatte, aber ist eine solide Statistik. Ein neuer Rekord von 8 Minuten. Ich würde sagen, das erfordert eine positive Bedingung von... was? Das erfordert eine positive Bedingung von euch. Ja, ich habe gerade Informatik in der Schule im Kopf gehabt und deswegen habe ich jetzt von Bedingungen geredet und dann war erfüllte Bedingungen und so, blablabla. Also eine positive Bewertung bitte für diese coole Runde. Ist eine Bedingung, Leute. Die kann nur mit True erfüllt werden, okay? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao!